Salut Layflight, Alpenmilch heim, ich spiele weiter, Pokémon FireRed randomized. Also wir sind Lashka, ich da geblieben, wir haben uns gegen Digga gekämpft. Wir sind ein ganz zurückgegangen und in der Zwischenzeit habe ich mal kleine Deoxys gefangen. Ja, schön am Computer, nämlich wie eben unser Kyogre und Moltres. Die sind auch alle zwei am Computer, ich will nicht einen Keybase legendären. Ja, weil wenn man just legendären an der Equipe und das ist auch nämlich witzig. Und die weiterentwickeln sich schon plus nicht weiter, wenn das der Fall ist, dann hast du den Randomize-Aspekt von Footy für verschiedene Punkte. Und du? Also. Wow, it's way bigger in here than I thought. Wo ist der Schwalabe, da war das dort Elite-Trainer Landen. Hatte ich. Okay, Mankey. Poison Tail wird nicht extra gut sein, oder? I'm not so sure. Ja, das ist Ulala. Problem ist immer mit Post, ich glaube, ich weiß noch, betrefft und ich nehme noch die Kuh. Das wird getroffen, okay. Viel mehr wird auch mit aufgezogen. Okay, ich stand down. Da tust du. Alle, bring ab, bis mich stark ist raus. Dodo, buh. Buh. Alle, Poison Tail. Kennst du aber eigentlich auch Vergifte, ne? Das ist ein schickes Problem, der Mann. Critical auf Poison kommen. Ne, im Monat. Panda. Da war es stark. Aua. Oh, okay. Tut mich zwar gelebt dabei, aber er tut nicht so viel aufgezogen. Ich habe viel mehr erwartet. Der Panda ist eigentlich ziemlich stark. Gut, er ist gut switchen einfach. Okay, wie geht das der Panda? Wird los, man wollen Natur raus. Logische Schwab, Lavra. Kennen wir Silla, ist okay. Insekt geht Feuer, der geht nicht weg. Dauert aber lang, wir kriegen 5 Kuhlen, bravo, ist die Frau für dich. Und dann... Shadow Ball wird nicht funktionieren, man muss mal Bullet Seed viel gehen, ne? Wie oft treffen wir? Buh, nicht fair! Und hinten nein, okay, mich fand das, merci. Das sieht wahrscheinlich noch mehr dumm an, voilà, hab ich mir auch gedacht. Und tschüss, okay. Hit 2 times. Das war ein interessanter Dodo. Und wir landen uns besiegt. Weil ich hatte Lashka profitiert, wo ich auch in der Pokécenter war, für ein bisschen kurz abkaufen. Dann habe ich Paralyze Heal besorgt. Ich hätte komplett vergessen, dass Feuerrot so eine lange Animation hat, ja, nee, das ist... Und dann haben wir Position. So, wenn es ein Steckchen rumkriegt, dann muss man nicht direkt zurücklaufen. Okay. Gleich haben wir diesen Raum gemäht, den also den Anfangsraum. Okay, da können wir dann endlich auch Position tauschen. Und dann holen wir Lola Lavrano 4. Mal ran. Team Rocket! We're pulling a big jug here. Get lost, kid. I
ja. Da... Mensch. Klappt natürlich, ne? Da, das sieht normal auf. Okay. On attack. Moment 26. Übrigens selbst besseres. Oh, wow, Torso. Ja, ich tausche Lever. Der Kinder ist One-Hitten. Ice Wind. Ouch. Ouch, nee. Ah, oh, das wird viel aufgezogen. Schneller steht, ne? Ja, Speed, ja. Okay, dann ist aber down. Natur kriegt wahrscheinlich die Level. Yes. Natur. Ah, oh, das wird die Kreis nicht top-top, ne? Wir müssen ein bisschen farmen, dass ein bisschen sein EV noch aufträgt. Wir brauchen schon keine Pokédex auszupacken, noch gucken. Also richtig Internet-Pokédex, nicht die vom Spiel. Für zu gucken, wie ein Pokémon wegen EV an der Losen. Wenn der Welt kann ich ein Video machen, wo ich ein bisschen an Detail erkläre, wie die V'n und TV'n funktionieren am Spiel, wie die Stats beeinflussen. Ja, ich benutze wahrscheinlich einen kleinen Trank. Bei Selavra. Okay, gute Sache. Und hier haben wir einen Trainer. Danke. Ja, ne, am Anfang nicht viel explorieren, dann ist die nächste durch, dann ob es gerade Leute fallen lassen und dann wieder raus von Explode. Okay, ich will. Das ist irgendwie stark. Ah, das klappt doch mal gut. Das ist doch falsch. Seht ihr das, wie man nicht weh lädt? Das ist gar nicht. Special Defense ist aber hochgegangen, das ist unsere Teil. Komm, wir kicken den Heim oder Reis. Gucke, was für ein Pokémon den Namen dann noch holt. Makuhita, Makuhita. Wie ich krieg lecker. Muss ihn tauschen. Ne, ich will schon die dort dann, tippen, zu bedecken. Es fehlen da ein bisschen die Techniken, ja. Dann fühle ich mich, das ist okay. Bevor wir uns hier angeholt, weil die legendären Ausgaben. Von da aus, sowieso mir hier Schwerter holt. Also so, also ich stats, so viel mir hier. Ja, wir behalten doch heute den Halten. Wir rauben mal auf den Explode SMB. Quatsch ihm einfach nur was dran. Oh, Magic Code. Und das bringt dann natürlich. Und noch ein Quatsch. Und tschüss. Okay, das müsste der Pack schon auf uns kommen. Yeah. Yammer. Janma können wir mit Shadow Ball normalerweise kicken. Ich finde Janma so cool von der Goldja Silver. Weil, du kannst es fangen, nicht mehr an einer gewissen Straße, wenn ein gewisser Trainer da angerufen wird, wird sie sehen, dass den dann abgetappt wird. Und ich hatte ihn an irgendwie so gefangen und ich hatte das nicht wirklich Mod gut, ne, durch den Appell so gut.
Und ich hatte den halt mein Bruder, den hast du komplett durchgedreht, weil den hat doch seine eigene Version vom Spiel. Und ich war so, ja, wo ich den gut habe, und ich durch über keine Ahnung. Und dann habe Pokédex bei mir geguckt, dann wird noch eine Sprösachtische so gewesen. Und ja, der Klang hatte ich gut keine Ahnung, wie ich in der Jammer kommen sehen. Und füge, dass mein Bruder den unbedingt wollte. Und auch bei so einem schönen Hoff-Demos kaum eine Jammer hat. Und ich den so trainiert. Das geht super duper Pokémon, mate. Das ist einfach vom Ausgesehen sind Leute so am Job. War das da, weißt du, so war das. Was ich cool fand. Wie hast du die Wapai mit den, ich weiß, wir sind auch okay. Wir beschweren, dass wir low auf den nächsten Stock weiter hochgehen. Werde ich, euch nach ein paar zurückholen, bis an der Pokémon Center, weil, als PP muss noch gefüllt gehen. Trainer. Wow, you shocked me. Oh, you're just a kid. Bugcatcher, ey. Dafür was erschreckt. Gurbis. Okay. Das war da. Was steht da? Solarbeam. Okay. Maduro ist Solarbeam. Kenne ich das? Ah, schwert. Wäre cool, wenn ich benutzt. Aber nicht kein Flash kriege, aber für das ist er nur noch nicht. Aha, Kabuka. Ja, das ist eh von meinem Lieblings-Pokémon. Also sind Weiterentwicklung für ihn alle. Gojo selber war mein Edition, da wo ich am meisten Pokémon gespielt habe. Sonderbobo und Masterball gefarmt. Das war cool. Du gönnst dir den Trick, dass ihr mit der Pokémon-Box vom PC Pokémon und Klone kennt. Aber wenn es ihm dann ein Item gehen lässt, dann ist doch ein Item vorbeigekommen. Cool Sample. Und ja, ich mich da amüsiert, ne? Oh lala. Song ist strong. Ja, stimmt. Ich finde das nur gerade gelesen. Ich weiß nicht. Oh oh. Das hätte ich doch instant Solarbeam. ...381. Nicht schlecht. Okay. Du modden Hummer dann Lumul schmengen all Trainer an dieser Platz. Eben besiegt. Ich werde danach zwischen das und nächstes Folge eben zwei der Pokémon zusammen retten, rennen, für meine Pokémon zu retten, die loben Stirbe sind. Und ja, nächstes Mal gehen wir dann weiter an der zweiten, am zweiten Teil von der Mondsteinhöhle, ja. Ich meine, die Mondsteinhöhle werde ich bald für Folge klauen. Aber dann ist das halt so, wir meinen das richtig. Das war Nolpen Milchbot Pokémon Fire Red Randomized. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis nächste Mal. Ciao!